Guten Morgen. Heute um 16 Uhr wird Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprechen und dies ist einer der wichtigsten Termine der Woche. Es wird erwartet, dass er einen Ausblick auf die Zinspolitik der Federal Reserve von hier aus geben wird, wo aktuell 80% Wahrscheinlichkeit eingepreist wird, dass der nächste Zinsschritt 25 Basispunkte sein werden und 20% für 50 Basispunkte. Nach der letzten Non-Farm-Payroll Anfang Februar, die deutlich besser kam als erwartet, haben wir auch einige andere Datenpunkte gesehen, die eher auf höhere Inflation hindeuten. Gleichzeitig ist das Gehaltswachstum relativ moderat ausgefallen. Und die große Frage ist, auf welche der beiden Richtungen er sich fokussiert. Wenn er eher hawkisch ist, also eher für höhere Zinsen für länger, dann wird dies den Dollar stärken und Aktien belasten. Wenn er eher auf eine baldige Pause hindeutet, dann sollte dies Aktien beflügeln und den Dollar belasten. Gleichzeitig handelt der Volatilitätsindex VIX auf mehrmonatigen Tiefs. Das heißt, jeder, der jetzt so ein bisschen Bedenken hat, in welche Richtung es geht und sich absichern möchte, ist eigentlich in der perfekten Position, sich mit einer Option abzusichern. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.